Ja, meine lieben Studierenden des Seminars Koloniallinguistik, heute also der erste thematische Input zum Thema Diskurslinguistik und Koloniallinguistik. Ich werde aber mit einem kleinen Aufschlag beginnen, der sich den Begriffen Kolonialismus und Postkolonialismus zuwendet und warum wir ihn grundsätzlich oder diese Thematik grundsätzlich in der Lehre behandeln sollten. Vielleicht ganz kurz an dieser Stelle noch vorab, die Präsentation, die ich gleich zeigen werde, beinhaltet im Vorfeld einen großen organisatorischen Teil, den ich auf das Seminar jetzt angepasst und spezifiziert habe, sodass nicht mehr alle Informationen für alle Seminare enthalten sind. Und diese Präsentation geht auch direkt in den Blogbeitrag zu diesem Seminar und ist überdies im Miro schon geteilt. Also, beginnen wir mal. Kolonialismus und Postkolonialismus, ein Begriffspaar, das die gesellschaftliche Debatte um Diversität, Gleichheit und vor allen Dingen die Wahrnehmung und Bewusstwerdung gegenüber anderen Perspektiven als die von europäischen Weißen. Und zwar nicht nur in Gesellschaft und Politik, sondern auch in der Wissenschaft, ist ein Komplex, der aufs Engste verknüpft ist, nicht nur mit der Diskurslinguistik, sondern auch mit ihren Prämissen, Grundlagen, dem Anliegen, den Anliegen von Michel Foucault. Und darüber hinaus halt zur Basis wird für eine sogenannte Koloniallinguistik, der wir uns hier im Seminar zuwenden wollen. Ganz kurz vorweg, das, was ich Ihnen hier zeige, ist eine Darstellung aus sogenannt Dänisch-Westindien. Das heißt, wir reden hier von der Südsee oder der Karibik, die über lange Jahrhunderte eine der dunkelsten Kammern europäischer Ausbeutungspolitik gewesen ist und die noch immer unter dieser Zeit zu leiden hat. Unsere Perspektive darauf, wie Sie hier sehen können in einer Darstellung von Fritz Melby, ist um 1850 ist eine eher romantisierende, die Schönheiten der Landschaft ausstellt und so ein bisschen die arbeitende Bevölkerung zeigt, die sich da bewegt. Wie Sie an dem Ausschnitt aber auch sehen können, sind es diejenigen, die Nicht-Indigenen und die Nachkommen einer schwarzen Bevölkerungsmehrheit, vor allen Dingen auf den karibischen Inseln, die hier durch einen Weißen bewacht wird. Also man sieht es so ganz klein. Also immer wenn ich dieses Bild zeige, geht es mir nicht um die Auswahl eines wunderschönen Hintergrundes für eine PowerPoint-Präsentation, sondern es geht immer wieder um den spezifisch europäischen Blick auf ein Ausbeutungsregime, das man selbst aus eigenem Superioritätsdenken heraus mehrere Jahrhunderte lang über die Welt gezogen hat und in wie trügerischen und perspektivisch vollkommen verzerrten Wahrnehmungen und Darstellungen dieser Superioritätsgedanke Ausdruck sich verschafft. Und das sieht man alles in dieser Darstellung. Ja, Kolonialismus und Postkolonialismus, vielleicht ganz kurz eine beliebig herausgegriffene Definition aus einem, ich würde meinen, relevanten und einschlägigen Werk, nämlich von Jürgen Osterhammel von 1995, Kolonialismus, Geschichte, Formen, Folgen, mit einem sehr programmatischen Titel. Kolonialismus ist eine Herrschaftsbeziehung zwischen Kollektiven, bei welcher die fundamentalen Entscheidungen über die Lebensführung der Kolonisierten durch eine kulturell andersartige und kaum anpassungswillige Minderheit von Kolonialherren unter vorrangiger Berücksichtigung externer Interessen getroffen und tatsächlich durchgesetzt werden. Damit verbinden sich in der Neuzeit in der Regel sendungsideologische Rechtfertigungsdoktrinen, die auf der Überzeugung der Kolonialherren von ihrer eigenen kulturellen Höherwertigkeit, Superiorität beruhen. Die Fragen, die sich direkt daran anschließen für einen Seminarkontext wie diesen sind, können wir koloniales, das heißt weitestgehend eurozentrisches, weißes Denken, sprechen, erzählen, bewerten, überwinden? Also zunächst erstmal, können wir es identifizieren und wenn ja, können wir es überwinden? Und wenn ja, was kommt dann? Wo begegnen uns koloniale Konzeptualisierungen in Sprachgebräuchen, also in sprachlichen Artefakten?
Inwieweit ist Kolonialismus im Kontext von Diversität und Andersartigkeit und Akzeptanz von Verschiedenheit zu denken? Und was genau impliziert der Begriff Postkolonialismus? Hierzu vielleicht zwei einleitende Bemerkungen. Post hier bezieht sich zunächst auf ein Nachher, und zwar sowohl im Hinblick auf ein Nachher nach der kolonialen Zeit, das heißt Mitte des 20. Jahrhunderts. Also wie gestalten sich die Zusammenhänge, das Zusammenleben, die sprachlichen Ausdrücke, die Sprachgebräuche im Kontext der Verständigung mit ehemaligen Kolonien und zwischen ehemaligen Kolonialmächtigen und ihren Kolonien. Und auf der anderen Seite aber auch der Anspruch, koloniales, eurozentrisches, weißes Denken zu überwinden und andere Perspektiven einzunehmen und zu gestatten. Hierzu nur ein kurzer Hinweis. Es zeigt sich wohl, dass EuropäerInnen in Digital Humanities andere Themen behandeln als zum Beispiel SüdafrikanerInnen. Und das Ganze hat durchaus und vermutlich auch einen postkolonialen Aspekt. In diesem Zusammenhang wäre nämlich zu fragen, ob wir im Moment durch unsere digitale Vorherrschaft, also der Westen, auch was die zum Beispiel Digital Humanities betrifft, schon wieder in koloniale Denkmuster zurückfallen, indem wir spezifische Fragestellungen identifizieren, die den Rest der Welt schlicht nicht interessieren. Wir aber durch die digitale Überlegenheit den Markt derart prägnant prägen, auch hinsichtlich des Ressourcenverbrauchs und so weiter und so fort, dass wir hier schon uns wieder in eine Falle begeben, in der wir uns eben von eurozentrischem Denken, Sprechen, Erzählen, Bewerten nicht lösen können. Das sind also typische Fragestellungen, die wir im Seminar bearbeiten werden. Kommen wir aber heute einleitend, und das ist ja Teil uns der Seminarkonzeption, dass wir uns erst in thematischen Inputs auf unseren gemeinsamen Gegenstand verständigen. Und ich würde Ihnen ganz gerne heute Diskurs und Koloniallinguistik in einem ersten Teil vorstellen. Warum in einem ersten Teil? Weil ich mir die Operationalisierung, also das heißt spezifisch Argumentationsfragen, Sprachebenen, die für die Analyse herangezogen werden und so fort, gern eine zweite Sitzung nehmen möchte, um Sie hier nicht zu überfrachten. Mir wird es heute vor allen Dingen erstmal um die Grundlagen gehen, die schon sehr früh Michel Foucault gelegt hat, und zwar besonders im Hinblick auf die kapitalistische Ausbeutung in der sogenannten Plantagenwirtschaft. Denn sie bildet die Grundlage seiner Überlegungen zu Überwachen und Strafen. Ja, vielleicht ganz kurz, was will Koloniallinguistik aber überhaupt? Also Koloniallinguistik ist eine angewandte Linguistik, die spezifische Gegenstände sich so zurechtlegt, dass sie unter den vorhin genannten Fragestellungen beschreiben kann. Also sie nutzt grammatische Beschreibungsebenen, lexikalische Beschreibungsebenen, Text- und Diskursebenen, möglicherweise auch Performanzen, um sich einem spezifischen Gegenstand zuzuwenden, der interessengesteuert ausgewählt worden ist und der hier im Hinblick auf Kolonien zu denken ist. Zunächst erstmal die Koloniallinguistik, wie sie ab 2015 in Deutschland Fuß fasst und durch ein sagen wir mal so, ein Kreis von InteressentInnen getragen wird, die vor allen Dingen um Schmidt-Brücken und Stolz und Warnke zu suchen sind, konzentriert sich zunächst auf die deutsche Postkolonialzeit mit dem Blick auf den öffentlichen Diskurs im Kaiserreich und hat hier in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht, auch im Hinblick auf Digitalisierung und Bereitstellungen von Corpora. Dieser Ausschnitt ist natürlich ein arbeitspraktischer, das heißt, dass man sich konzentriert auf einen spezifischen Bereich, in dem man deutschsprachige Quellen erwarten kann. Also in dem man sicher davon ausgehen kann, dass es unterschiedliche DiskursakteurInnen gibt, die unterschiedliche Diskurspositionen vertreten und dementsprechend auch für eine Diskurslinguistik interessant und relevant werden. Das Zweite neben dieser Koloniallinguistik, wo es vor allen Dingen um die Administration, die Umsetzung, Konzeptualisierung von Kolonialgebieten, von Beherrschten und Herrschern geht,
ist die Missionarslinguistik, die eng mit der Koloniallinguistik in Verbindung steht, denn in allen Kolonien wurde mehr oder weniger missioniert. Hier geht es, es ist ein spezifisches Detailinteresse, vor allem um Kodifizierungsversuche der indigenen Sprachen durch sogenannte Missionarslinguisten zum Zweck der Verkündigung. Und man verfolgt darüber hinaus varietätenlinguistische Fragestellungen, also wie zum Beispiel eine Pidgin-Sprache entstehen oder welche Artefakte der indigenen Sprachen in den Sprachgebräuchen der Missionare sich nachweisen lassen und umgekehrt. Um mal einen ersten Blick auf die Analyseinteressen der Koloniallinguistik zu werfen, hier exemplarisch Schulz 2016, also sehr früh, um einmal ein Spektrum aufzumachen, das hier eine große Rolle spielt. Also zunächst kann man erklärungsbedürftige Lexeme untersuchen, man kann sich Entlehnungen und Historismen anschauen, man kann stigmatisierende Bezeichnungen, also Hate Speech, näher betrachten, Kollektivbezeichnungen mit Stereotypen, Zuschreibungen. Man kann ideologische Schlüsselwörter kolonialer Diskurse beschreiben, hier vor allen Dingen Mischrasse und Rasse. Der Rassenbegriff, um das gleich vorweg zu sagen, ist in der germanistischen Linguistik noch nicht an dem Punkt angekommen, an dem man ihn unwidersprochen operationalisieren könnte. Darauf werden wir aber im Detail eingehen. Es gibt Untersuchungen von Argumentationsmustern, das wäre dann ein typisch diskurslinguistisches Phänomen, und Rechercheergebnisse zu anonymen Paaren. Also da geht es um die Gegenüberstellung und Wertung von Antonymen und die Kategorisierung von Dichotomien und so weiter und so fort. Das, was Sie hier sehen, ist ein erster Aufschlag gewesen. Heute zum Beispiel spielt die Toponomastik, also die Namenforschung in der Koloniallinguistik eine große Rolle, und zwar in Bezug auf geografische Namen, Personennamen und die Bezeichnung von Ereignissen und Institutionen. Also das sind heute im Wesentlichen ganz zentrale Bereiche für die Koloniallinguistik. Zur Einführung ganz kurz möchte ich Ihnen zwei Klassiker empfehlen. Mittlerweile muss man sagen, nämlich einmal die Einführung in die Diskurslinguistik von Jürgen Spitzmüller und Ingo Warnke und zum Zweiten die Einführung in die linguistische Diskursanalyse von Thomas Nier. Beides ist in der Literatur zum Seminar vermerkt und beide Arbeiten sind auch in der gemeinsamen Sotero-Bibliothek bereits eingepflegt. Ja, schauen wir einfach einmal auf die Grundlagen der germanistischen Diskurslinguistik, hier vor allen Dingen im Hinblick auf Michel Foucault, denn ihm geht es im Wesentlichen darum, dass man die fundamentalen Codes einer Kultur, die ihre Sprache, ihre Wahrnehmungsschemata, ihren Austausch, ihre Techniken, ihre Praktiken, ihre Werte, schlussendlich die Hierarchie dieser Praktiken beherrschen, dass man sie so beschreibt und analysiert, dass man einen Blick bekommt für kulturelle Zusammenhänge, denn diese Codes und kulturellen Artefakte bestimmen von vornherein gleich und fixieren gleich von Anfang an jeden Menschen in seiner Sicht auf Wirklichkeit und Welt und mit denen er zu tun und sich immer wieder wiederfinden wird, vor allen Dingen in der sogenannten Sprachprägephase, in der wir unsere kulturellen Erfahrungen sammeln und uns unseren Platz in der Welt erobern. Jetzt ist unser Platz in der Welt, also Ihrer und meiner, ein sehr privilegierter Platz in dieser Welt. Und bis Sie erfahren, mit welcher Wucht über lange Jahrhunderte von diesem privilegierten Platz der Welt aus große Teile unserer Welt unterdrückt worden sind, um unseren Wohlstand zu mehren, ist die Sprachprägephase im Wesentlichen abgelaufen. Das heißt, Sie stehen vor der permanenten Herausforderung, wenn Sie sich mit koloniallinguistischen Fragen beschäftigen, Ihren eigenen Standpunkt, Ihre eigene Sichtweise auf Welt und auf Diversität in Frage zu stellen. Das gelingt dem einen und der anderen besser als anderen, aber bitte seien Sie dazu eingeladen, dass Sie das Seminar dazu nutzen, genau das zu tun. Ja, was macht Foucault im Wesentlichen? Er beschreibt zunächst kulturelle Praxen, die vom Subjekt abgehoben sind, also die intersubjektiv und übersubjektiv Kollektive prägen und nimmt diese in einer Archäologie des Wissens in den Blick, denn sein Ziel ist eine Erarbeitung einer
kulturellen Epistemologie, wenn man so will, nämlich die Beschreibung von Wissensbeständen und Formationen, die eine Kultur und ein Kollektiv auszeichnen, prägen. Er stellt sich die Frage, wie diese entstehen, wie sich diese stabilisieren, welche anderen Wissensbestände dann nicht mehr sichtbar sind, und beschreibt so in einem historischen Durchlauf, wie sich eine Kultur in ihren Wissensbeständen immer wieder selbst bestätigt. Schlussendlich spielt Sprache dabei eine ganz große Rolle, denn Sprache ist unser Zeichensystem, ein Symbolsystem, ein kulturelles Artefakt, mit dem wir auf andere kulturelle Artefakte Bezug nehmen können, um sie zu thematisieren. Er glaubt, dass aus der Analyse von sprachlichen Strukturen und ihren Aussagezusammenhängen Rückschlüsse möglich sind auf die Wissensbestände, die in einer Kultur prozessiert werden. Das ist eine sehr konstruktivistische Sicht, und das kommt Linguisten in der Regel und Linguistinnen in der Regel entgegen. Denn wir können nicht die Dinge beschreiben, sondern nur sprachliche Strukturen, die in Erzählungen, Bewertungen, Evaluationen, Berichten und so weiter über etwas, also über die Welt berichten, darüber erzählen, diese bewerten und daraus Rückschlüsse auf die Art und Weise der Konstitution und Konstruktion von Wirklichkeit ziehen. Und diese Vernetzung von Aussagezusammenhängen, die sie auf ein spezifisches Thema beziehen, nennt Foucault Diskurs. Es ist die Menge von Aussagen, die einem gleichen Formationssystem angehören. Er beschreibt also an sprachlichen Strukturen, an der diskursiven Oberfläche Regelmäßigkeiten und immer wieder aufkehrende Muster und fragt nach den zugrunde liegenden Möglichkeitsbedingungen von Wissen, die dieser Formation zugrunde liegen und die eben dieses Wissen in einer spezifischen Art und Weise hervorbringen. Er beschreibt Kontinuitäten, Serien, und hier geht es um die Schule der Annales und die sogenannte Longue Durée, dass man bestimmte Ereignisse vor dieser stabilen Wissensformation exemplarisch herausziehen kann. Und das wird uns vor allen Dingen im Kontext, im Seminar beschäftigen können mit dem sogenannten Abolitionismus, das heißt den Sklavenbefreiungsbewegungen in der Südsee, in der Karibik, ja, in Dänisch-Westindien. Und sein primärer Fokus liegt auf dem Zusammenhang von Diskurs, Macht und Wissen, nämlich wie kontrolliert eine Gesellschaft Zugänge zu einem bestimmten Wissensreservoir? Wer kontrolliert Zugänge zur Art und Weise, wie bestimmtes Wissen prozessiert wird? Und wer steht gesellschaftlich in einer Position, um Diskurse und das Sprechen über Wirklichkeit und damit Wirklichkeit zu beeinflussen? Nur ein Ausblick auf die nächste Woche. Das Ganze stellt sich jetzt in der germanistischen Linguistik mittlerweile ein wenig anders dar. Das heißt, die Foucault'sche Diskursanalyse wurde noch einmal erweitert, denn es geht, wie die Metapher der Archäologie das vielleicht schon andeutet, nicht nur um ein Ausheben von Schichten unterschiedlicher Wissenssedimente, sondern es geht auch um die Idee, dass ich mit Sprache Wirklichkeit schaffe, ohne dass es dafür eines andersartig und andersweitig wahrgenommenen Gegenstandes in der Realität bedürfe. Denn ich kann zum Beispiel Sprache als wissenskonstituierendes Element einsetzen, um über eine Gottheit, über Transzendentes, über Zukünftiges zu erzählen. Ich kann sprachlich eine Utopie entwerfen. Ich kann in einem Reisebericht, denken Sie an Marco Polo, über die Welt berichten, wie ich sie persönlich sehe, die muss mit dem, was ich tatsächlich erlebe, nicht immer hundertprozentig in Einklang stehen. Aber Marco Polo prägt zum Beispiel mit seinen Reiseberichten das Orient- und Ostasien-Bild für lange Jahrhunderte. Und diese Dimension aufzufangen, also diese Wirklichkeit, die konstituierende Funktion von Sprache, die nimmt die germanistische Linguistik über Foucault hinaus in den Blick. Das schauen wir uns aber nächste Woche an. Kommen wir jetzt nochmal zurück zu Foucault und seinem Ansatz von seinem primären Interesse, nämlich den Zusammenhang von Diskurs, Macht und Sprache herauszustellen
Und das tut er unter anderem in Michel Foucault 2008 über Wachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses, hier zitiert nach der 9. Auflage in Frankfurt am Main. Und das, was Sie sehen, ist ein Gefängnis, das genau dieses Bild von Foucault ideal zum Ausdruck bringt, nämlich, dass man mit dem minimalen Aufwand und minimaler Anstrengung ein größtmögliches Maß an anderen Menschen beobachtet, kontrolliert und bestrafen kann. Deswegen habe ich das hier für die Darstellung gewählt. Kommen wir zu den Machtprinzipien, die er ausmacht, nämlich zum einen zu den Machtmechanismen. Er unterscheidet zwischen einer sogenannten Souveränitätsmacht und einer Disziplinarmacht. Also Disziplinarmächte sind zum Beispiel Eltern, EhepartnerInnen, Ehepartner und so weiter und so fort. Also die Hierarchien, die sich in sogenannten sozialen Institutionen abbilden auf der einen Seite und diejenigen, die sich in obrigkeitsstaatlichen Institutionen abbilden auf der anderen, das sind Souveränitätsmächte. Interessant ist, dass diese Foucault sich der Beschreibung von Machtbeziehungen zuwendet. Das heißt, wie werden die Beziehungen zwischen Herrschern und Beherrschten dargestellt? Wie funktionieren Lenkung und Kontrolle? Wie stark schränken die ausgemachten Hierarchien Freiheitsgrade ein? Sie schränken sie immer ein, aber wie stark? Und was passiert oder an welcher Stelle setzt Widerstand ein? Also an welcher Stelle wird man widerständig gegen Hierarchien. Und Foucault setzt den Punkt relativ früh, nämlich er beginnt bei der Aufdeckung der Machtverhältnisse und setzt voraus, dass man ein sehr positiv und optimistisch gegenüber dem Wissensbegriff eingestellt ist, nämlich Wissen heißt in diesem Kontext Macht, indem man die einer Gesellschaft zugrunde liegenden Hierarchien aufdeckt und damit schon den Keim des Widerstands gegen diese Hierarchien lenkt. Was Foucault in dieser Setzung noch nicht so deutlich gesehen hat und auch nicht sehen konnte, ist das, was wir heute sehen, dass sich in den digitalen Communities zum Beispiel Parallelgemeinschaften bilden, die ein vollkommen eigenes Verständnis von Werten, Normen und Wissensbeständen haben. Und dass es nicht das Wissen ist, was die Macht darstellt, sondern der Zugang zu einer Community, die auf eine spezifische Art und Weise Wissen prozessiert und sich dieses Wissens immer wieder selbst verständigt. Und dieser Zugang zu einer Community und die Fertigkeit und Fähigkeit, Wissen in ihr zu prozessieren und das Wissen auszumachen, das für diese Community zentral ist, das ist der Schlüssel zu einer Hierarchisierung von Communities. Das Wissen spielt dem nachgelagert, oder die Qualität des Wissens spielt dem nachgelagert, ist dem in der Relevanz, muss man ehrlicherweise sagen, mittlerweile in verschiedenen Communities nachgelagert. Was ist also Macht? Macht ist ein Ensemble von Handlungen, die sich als Ensemble auf mögliches Handeln richten. Und sie operiert in einem Feld von Möglichkeiten für das Verhalten handelnder Subjekte. Sie bietet Anreize, verleitet, verführt, erleichtert und erschwert. Sie erweitert Handlungsmöglichkeiten oder schränkt sie ein. Sie erhöht oder senkt Wahrscheinlichkeit von Handlungen und im Grenzfall erzwingt oder verhindert sie Handlungen. Aber stets richtet sie sich auf handelnde Subjekte, insofern sie handeln oder handeln können. Sie ist auf Handeln gerichtetes Handeln. Also Macht ist ein Prinzip, ein Mechanismus, der Handlung gewährt oder einschränkt. Darauf aufbauend bestimmt Foucault sogenannte Dispositive der Macht. Erstmals 1978 zum Beispiel und dann wiederum 2005. Und wenn wir davon ausgehen, dass Wissen in Sprache sedimentiert, dann sedimentieren auch dokumentierte Machtstrukturen und Hierarchien in Sprache. Wir können sie also in einer Archäologie des Diskurses heben. Wir können sie sichtbar machen. Und diese Dispositive sind heterogene Ensemble. Das heißt, das sind Diskurse, Institutionen, architekturale Einrichtungen, reglementierende Entscheidungen, Gesetze, administrative Maßnahmen, wissenschaftliche Aussagen, philosophische, moralische oder philanthropische Lehrsätze, kurz Gesagtes ebenso wie Ungesagtes. Und jetzt würde ich Ihnen ganz gern
noch einmal dieses Bild der Plantage zeigen in Dänisch-Westindien. Unabhängig davon, dass erstmal die Zugehörigkeit zu einem Kolonialstaat, nämlich Dänemark, markiert ist, zeichnet sie auch das Bild davon, wie man diesen Staat gefunden hat, den man da beherrscht, nämlich indem man ihn nach der westindischen Passage bezeichnet. Westindien heißt deshalb irrtümlich Westindien, weil es eben nicht Indien ist, sondern etwas anderes und die Entdecker dieses Landstrichs so frei waren, es als Indien aufzufassen. Das heißt, selbst die Bezeichnung von Dänisch-Westindien rückt die eurozentrische Perspektive mit einem Schlag in den Blick, wenn man sich dessen bewusst wird. Von der Abbildung mal ganz zu schweigen, ist es so, dass mit Foucault und daran anschließend Spreen man die Plantage, also diese kapitalistische Wirtschaftseinrichtung, als ein Menschenführungsregime bezeichnen kann. Und genau in Westindien haben wir die härtesten Menschenführungsregime dieser Welt für lange Jahrhunderte vor uns. Kommen wir noch einmal zu dem Punkt zurück, dass wir sagen, ja, wenn die Koloniallinguistik von dieser Setzung aus auf diskurslinguistische Prämissen und Theorien und Methoden aufbaut und sich dann der sogenannten, also der vor allen Dingen den deutschen Kolonien ab 1871 zuwendet, nämlich den deutschen Kolonien und Schutzgebieten, dann blicken wir auf einen relativ kleinen zeitlichen Ausschnitt und auf einen relativ kleinen territorialen Einschnitt, der uns aber postkolonial betrachtet immer noch bis heute zur Verfügung steht. Das heißt, wir können heute noch postkoloniale Studien, oder sie werden gerade angeschoben, nicht in dem erforderlichen Maße, aber sie werden angeschoben. Wir können Postkolonialismus und postkolonialistische Studien auf der Basis einer eigenen Kolonialgeschichte beschreiben und betreiben. Jetzt kommen wir aber, zeige ich Ihnen mal ein Detail, das mich persönlich sehr beschäftigt bei dieser Frage. Sie sehen hier den sogenannten Abolitionismus, das heißt die Sklavenfreiheitsbewegung in der Mitte des 19. Jahrhunderts, ausgehend von Jamaika im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts. Und wenn wir uns nur auf die deutschen Kolonien und Schutzgebiete konzentrieren, hier ab 1884 bis 1919, dann sehen wir einen Großteil dessen, was zum Aufbau eines wie auch immer gearteten Bildes von Kolonialreichen und kolonialer Herrschaft in Europa eine zentrale Rolle spielt, nur in den Ergebnissen diskursiver Verfestigung. Das heißt, wir sehen nicht das Werden von bestimmten Metaphern, von bestimmten Konzepten, von bestimmten Unterdrückungsverhältnissen, sondern wir sehen im Wesentlichen am Ende des 19. Jahrhunderts das ist ein wichtiger Schritt, das zu erarbeiten, aber einen ganz bestimmten und sehr, sehr schmalen Diskursausschnitt, der nur der Anfang einer koloniallinguistischen Forschung sein kann. Allerdings gibt es die Möglichkeit, auf Texte und Quellen zurückzugreifen, die aus anderer Provenienz stammen. Hier zum Beispiel der sogenannten herrnhutischen Mission in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Protestantisch eingefärbt sind die Bereiche, die im Wesentlichen durch die Herrnhuter Missionare betreut werden. Das sind in der Regel eher Männer. Frauen reisen mit und werden angeheiratet. Und Sie sehen, wo wir so schön bei Westindien waren, dass hier in diesem Bereich herrnhutische Missionen präsent sind. Und wir haben aus diesem Kernraum der europäischen Verwerfung und der europäischen Kolonialschuld haben wir zentrale Berichte von der Mitte, zuverlässige Berichte von der Mitte des 18. Jahrhunderts an. Und wenn Sie Lust haben, sich damit auseinanderzusetzen, würde mich das sehr freuen. Denn daran habe ich persönliches Interesse, um eine Koloniallinguistik in die Geschichte hinein zu verlängern. Ja, das Ganze mal in einem anschaulicheren Bild. Sie sehen die sogenannte dänisch-hallische Mission. Das ist ein kurzer
Vorläufer von 1706 bis 1845. Dann die herrnhutische Mission ab 1732 bis ins 20. Jahrhundert hinein. Und Quellen aus diesen beiden Missionen, nämlich der dänisch-hallischen Mission und der herrnhutischen Mission, geben uns einen nicht unverstellten, also der ist schon ideologisch gefärbt, aber einen Blick auf die Situation in den Kolonialgebieten im 18. und 19. Jahrhundert. Und sie schließen auch sogenannt Westindien ein, Nordamerika ein, Grönland ein, Südamerika ein und vereinzelt einzelne Staaten auf dem afrikanischen Kontinent, hier vor allem die sogenannte Kapkolonie und das spätere Südafrika. Und wenn Sie sich zu irgendeinem dieser Areale interessieren, dann sprechen Sie mich an, fragen Sie mich, Sie kriegen die Quellen dazu. Hier zum Beispiel von St. Thomas die wohl älteste Missionsgeschichte, die aus herrnhutischer Provenienz vorliegt. Und zwar die sogenannte Geschichte der Mission der evangelischen Brüder auf den karibischen Inseln St. Thomas, St. Croix und St. Jan, von Bossard vorgelegt, in Barbie gedruckt, das ist schlesisch, und zwar 1777, ursprünglich auf Deutsch. Und diese Quelle liegt uns vor, wenn Sie damit arbeiten wollen, im Kontext einer Koloniallinguistik nur zu. Ja, und das soll es für heute gewesen sein. In der Matrix selbst diskutieren wir gleich besondere Fragen. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich in die Videokonferenz jetzt mit einwählen. Wenn Sie den Text, den ich Ihnen geteilt habe, bereits lesen konnten und Ihre Themen und Interessenschwerpunkte schon ein wenig ausdifferenziert und spezifiziert haben. Ansonsten hier an dieser Stelle geht es weiter in der nächsten Woche mit der Diskurs in Koloniallinguistik 2 mit einem etwas tieferen Blick auf die Methodik. Und mit diesem Ausblick würde ich mich jetzt an der Stelle gern verabschieden und bin ganz herzlich für einige von Ihnen bis gleich und für die anderen bis nächste Woche. Ihr Alexander Lasch. Links sehen Sie jetzt zwei Videos aufgeblendet, die mit dem Kontext hier einmal zu tun haben können und einmal frei gewählt sind, je nachdem, was Sie bisher auf diesem Kanal gesehen haben. Und wenn Sie mir ein Abo dalassen, würde ich mich freuen. Um dem YouTube-Algorithmus zu genügen, liken Sie das Video, kommentieren Sie gern und läuten oder drücken Sie die Glocke. Also bis dahin.